Wir sehen hier den Hort von Nebra in einer kompletten Zusammenstellung. In der Dauerausstellung ist das Ganze ja getrennt, das Ensemble. Und der Hort von Nebra besteht aus der Himmelsscheibe selbst, zwei Schwertern, zwei Beilen, einen Meißel und zwei Armspiralen. Die Waffen gehören zweifelsfrei in die männliche Sphäre. Ob die Armringe sozusagen für einen Mann oder für eine Frau sind, das ist noch nicht geklärt. Dazu haben wir zu wenig Gräber, die solche Armringe beherbergen, als dass wir das sicher sagen könnten. Auf alle Fälle handelt es sich um eine Überausstattung. Zwei Schwerter und zwei Beile braucht kein Mensch. Eines reicht zum Kämpfen völlig aus. Allerdings sehen wir auch im Grab von Leubingen, einem fantastischen Fürstengrab, das mehr als 300 Jahre älter ist, dass eine Doppelausstattung vorhanden ist. Fürsten werden mit ihrer Waffenkammer mit Mehrfachwaffen ins Grab gelegt. Sie haben keine einfache Bewaffnung wie normale Männer. Und das scheint auch hier der Fall zu sein. In der Zeit um 1600 kennen wir kaum noch Gräber der Aunititzer Kultur, schon gar keine Fürstengräber, sodass diese Ausstattung eigentlich einer Grabausstattung entspricht, nur ohne Körper. Der Körper wäre sozusagen die Himmelsscheibe von Nebra, symbolisch gesehen. Wir hätten also dann einen Kenotaph vor uns, gleichzeitig aber eine Opfergabe an der Spitze dieser Bergkuppe. Die Inszenierung, die wir hier vornehmen, ist eine Inszenierung auf dunklem Blau. Das erinnert an die Nacht. Wir haben ja eine schwarze Nachtscheibe vor uns. Die Schwerter liegen gegeneinander, wie sie laut Aussage des Finders auch gefunden wurden. Der Hortfund war aufeinandergepackt, vor der Himmelsscheibe gelegen. Das zeigen wir hier in, glaube ich, ausgezeichneter Inszenierung. Und wir haben die Funde so montiert, dass sie gleichsam in der Luft schweben, so als würden sie durch Magnete gehalten. Schwierig ist immer die Frage der Ausstellung und die Inszenierung der Himmelsscheibe. Wenn man die Himmelsscheibe ganz alleine zeigt, hat man die Chance, sie von vorne und von hinten zu sehen. Und dieser Blick auf die Rückseite ist ganz wichtig. Deshalb zeigen wir die Himmelsscheibe in der Dauerausstellung von vorne und von hinten. Und den Hortfund zeigen wir extra. Hier wollten wir das gesamte Fundensemble zeigen. In dem Fall muss man es so machen, dass man die Himmelsscheibe und auch die Schwerter nur von einer Seite zeigt. Das hat allerdings den Nachteil, dass man die Konstruktion, der Schwerter, die Schmiedetechnik und all diese Dinge nicht wirklich gut sehen kann. Dafür hat man aber einen Blick auf den gesamten prachtvollen Hortfund an sich. Und das war uns in dieser Inszenierung hier wichtiger, weil wir hier ja die wichtigsten Funde der Bronzezeit sozusagen auf einen Blick versammelt haben. Auf ein Detail wollte ich nochmals gern hinweisen, auf ein Detail dieses Schwertes von Nebra hier. Die Schwerter haben Tauschierungen, die die Klinge begleiten. Diese Tauschierungen waren natürlich in der Antike prachtvoll zu sehen, weil die Klingen wahrscheinlich anders gefärbt waren als die Tauschierung, die golden glänzte auf diesen Klingen, sodass man gleich sah, dass es sich um eine ganz besondere, teure, spannende, aufregende Technik handelt, die neu war, die aus dem vorderen Orient oder aus Griechenland importiert wurde. Aber es ist nicht nur diese lanzettförmige klingenbegleitende Tauschierung, die unsere Aufmerksamkeit erregt, sondern wenn wir ganz genau schauen, dann sehen wir bei einem dieser Schwerter eine schlängelnde, eine gewellte Tauschierung in der Mitte, die in drei Enden endet. Und ich würde diese Tauschierung gerne als Schlange interpretieren, als Schlange, die sich sozusagen auf den Griff, die sich schlängelnd auf den Träger selbst fortbewegt. Wir kennen so etwas aus Homer, wo er beschreibt, dass Agamemnon einen Panzer hat, auf dem Schlangen sich auf ihn zubewegen. Nur die größten Helden können den Schlangen widerstehen. Wir wissen aber auch, dass Schlangen ein Synonym für Schwerter waren. Schwerter hatten Namen wie Schlangen im Frühmittelalter. Sie bissen wie Schlangen. Und vor allem wissen wir auch aus dem Vorderen Orient, dass Schwerter aus Schlangen gedacht waren, etwa am Schwert von Byblos. Das Schwert von Byblos zeigt eine Uräus-Schlange,
also eine Kobra, die die pharaonische Macht repräsentiert, wenn sie ihren Schild aufbläht und diese Kobra steigt auf und ist kurz davor zu beißen, genauso wie das Schwert dieses Fürsten aus Byblos die Feinde beißt. Wir haben also eine direkte Analogie, das sozusagen die Schlange auf dem Schwert von Nebra erklärt, und zwar als Vorbild aus Byblos, ein Schwert, das wahrscheinlich etwas älter ist und das aus einem der königlichen Gräber von dieser großen Handelsmetropole des Vorderen Orients stammt. Musik.